Willkommen zu den deutschesten Album Top 10 seit der Geburt von Hansi Hinterseher. Danke für deine Liebe. Ja, bitte, neu, auf Platz 10. Mitternacht, du stehst vor mir. Weiter geht die Schlagerparade auf Platz Nummer 9. Reim bleibt Reim, wie er singt und lacht. Du hättest jemand Neues kennengelernt. An diesen Deutschen geht's nicht zu beanstanden. Trotzdem fallen Wir sind Helden mit Die Reklamation auf die 8. Schau auf der Straße, schaut dir jeder hinterher. Doch du merkst nichts, weil... Komm, sag es allen, wir sind frei. Hamburg in Höchstform, Blumenfeld schaffen mit Jenseits von jedem einen Neueinstieg auf Platz 7. Wenn wir nicht wollen. Chancenlos ist aber auch non-alemannischer Rock. Fallen von Evanescence verbessert sich von der 8 auf die 6. Mit The Rasmus und Dead Letters fallen 4 Finnen von der 4 auf die 5. Platz 4 statt Wolke 7 für Pure. Das, wie es aussieht, letzte Album der erfolgreichsten deutschen Mädchenband ever. Deutschland verdüstert sich. Die Mittelalter-Metaller in Extremo steigen mit 7 neu auf der 3 ein. Weiter auf Platz 2, Quotenkanadierin Shania Twain und ihr Dauerbrenner ab. Ich mach's kurz. Ich versuch's natürlich. Nach der letzten eigenständigen Platte 1998 haben die Beginner ein neues Album rausgebracht und damit aus dem Stand die 1 geknackt. War allerdings auch ein hart erkämpfter Sieg, denn von wegen Fäule. Icy Eyes, Daniel 77 und Matt haben ja an Blast Action Hero seit Januar 2002 gearbeitet. Also über 1,5 Jahre. Aber dafür kommt es jetzt umso dicker, denn im November gibt es auch noch eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ihr seht, die Beginner haben gerade erst jetzt mal angefangen und wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann nächste Woche. Aber hier nochmal kurz, bevor wir zur Nummer 1 kommen, ich meine, hier nochmal die Nummer 1 präsentiert, das Artwork, komm mal mit der Kamera ein bisschen näher hier, sonst kann ich das den Leuten mal zeigen, die haben sich richtig Mühe gegeben. Also ganz klein sieht man hier schon ein kleines Tribute an Advanced Chemistry, eine der wohl ersten deutschen Hip-Hop-Bands, die auch wirklich was hier gerissen haben. Aber denn hier, Beastie Boys... Also immer mit den Beginner-Leuten halt irgendwie integriert. NWA, Tribute an die, EPMD, wieder wer noch drin, lauter Liedtexte. Ah, Public Enemy und natürlich die Beginner sich selbst nochmal hier gefront. Und das heißt, es lohnt sich doch mal wieder mal eine CD zu kaufen. Nicht immer alles ziehen. Support the music that you love, ladies and gentlemen. So, Schluss mit Englisch, jetzt wieder auf Deutsch. Hier ist das wohl aktuellste und erfolgreichste Album Deutschlands, die Beginner. Mit ihrer Single Fäule. Bitteschön, gehabt euch wohl bis nächste Woche.